Hallo, liebe Leute, nicht, auf dem Kanal vom PvP. Okay, servus, grüßt euch. Weiter geht's hier in dem Spiel Sniper Elite 4. Ja, und da haben wir die Mission, wie heißt sie denn? Villa Giovi Vigrini. Das ist jetzt dann, ja, wir kommen aus dem zweiten Teil und beginnen jetzt hier den dritten Teil fast nahtlos. Also ihr habt nichts verpasst. Ja, da rennt natürlich jetzt hier wieder einer rum auf diesen Steg und da muss ich mal schauen, ja, wie kann ich den am besten eliminieren? Der läuft recht schnell. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir uns da vielleicht hinter irgendeiner Kiste verstecken können. Jetzt kommt er natürlich schon wieder. Und der rennt so schnell. Das ist nicht gut, wenn der so schnell rennt. Wisst ich, maximal kann ich mich hinter der ersten Kiste verstecken. Aber bis zur zweiten werde ich es nicht schaffen. So, da kommt er wieder zurück. Und er läuft recht flott. Das ist ein Nachteil. So, wie weit geht denn der jetzt da hinter? Der geht nicht weit. Der bleibt dort stehen. Da ist eine Kiste. Okay. Das wäre machbar. Wenn der dahinter geht, dann könnte ich mich bei dieser Kiste hier vorne verstecken. Das werden wir doch glattweg mal ausprobieren. Wenn es schief geht, dann haben wir halt Pech gehabt, ne? Sorge machen mir die da drüben. Der eine, der da bei den Benzinfässern so ein bisschen rumläuft, da hinten auf der anderen Seite. Und einer, der hier vorne am Damm rumläuft. Na ja, gut. Wird schon schief gehen, hä? Geräusch gehört. Ja, okay. Das ist alles. So, und dann werden wir dich. Tja. Wo schmeißen wir dich denn hin? Naja, dich nehmen wir mit. Den tragen wir weg. Da haben wir doch so Blumenbeete hier. Da schmeißen wir den einfach auch mal rein. Oh nein. Kann ich den noch einmal... Kann ich den noch einmal nehmen? Ich will den jetzt noch einmal nehmen. Du sollst doch den da. Jetzt schmeißt ihr den da hin. Ach Mann. Du bist doch doof. Warum kann man den denn nicht da hinschmeißen?
Wollte den schon wieder ewig weit tragen. Kann aber nicht wahr sein. Also gut. Dann kommst du und schmeißen wir dich hin. Das geht halt immer alles nicht so, wie man sich vorstellt, dass man den halt einfach da in ein Blumenbeet reinschmeißt. Ne? Wenn das Programm nicht will, dann will es das halt nicht. Okay, dann darfst du dich da hinten zu deinem Kollegen begeben. Ja, komm, schmeiß ihn weg. Da, so, okay. Wieder einen verräumt. Ja, langsam wird es hier schon eng. Weil ich wirklich keinen Plan habe. Ach, da hinten läuft einer. Okay. Da hinten oben meine ich jetzt, ne? Da, wo mein weißer Punkt hinzeigt, da. Gut, dann lassen wir mal die da unten erstmal in Ruhe. Sauber sag ich. Bin ich gespannt, wie lang das noch gut geht. Wie weit wirst denn du laufen, Kerlchen? Nicht weit. Der läuft nicht weit. Oh, ich habe da nichts zum Verstecken. Ah! Uiuiui, wo läuft denn der hin? Oh, der läuft nur diesen kurzen Weg. Oder? Ei, ei. Ei, der Daus. Jetzt habe ich mich da ein bisschen verrannt, hä? Das war jetzt, glaube ich, nicht gut. Hey. Was heißt hier hey? Nee, also den kriege ich da nicht. Das müssen wir anders machen. Wie machen wir es denn? Ich habe keinen blassen Dunst. Von da hinten. Da oben geht's nicht rein. Ich habe gedacht, da oben könnte man weiter. Es gibt aber keinen Weg, der da rumführt. Ja, wie machen wir das? Am dümmsten. Echt, habe ich keinen Dunst. Da rennt ein A2 rum da unten. Für Teufel. Ja, okay. Gut. Oder auch nicht gut. Ja, was machen wir nun? Wir schauen ja einfach mal, was gibt's. Oh, null haben wir von denen. Wir haben null von denen. Also von denen haben wir zwei und von denen haben wir null. Null, null, null. Schnulli. Hm.
Nein. Nix ist gewesen, das. Nein, ich will nicht, dass das jetzt schon das Scheppern anfängt. Ach, zerfix noch einmal. Hi. Sag noch einmal. Ich scheiße aber auch. Hoppala, Entschuldigung. Verdrückt. Das war natürlich jetzt überhaupt nicht das, was ich wollte. Ich möchte nämlich erst einmal eigentlich möchte ich jetzt erst einmal meine Minen alle legen. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Das ist eigentlich wichtiger. Jetzt schmeißt ihr den da hin. Ja, Mann, bist denn du wirklich von allen Geistern? Also das ist jetzt kalter Kaffee da, ne? Das gefällt mir doch gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Auf jeden Fall ist der mal in die Luft geflogen. Oh. Da ist ja einer, den habe ich noch gar nicht markiert. Den habe ich gar nicht gesehen. Wo ist er denn jetzt hin? Ey, du Schnulfsäckel, du. Ist er jetzt ins Zelt gegangen? Ei, ei. Da ist er. Weh. Puh. Und da unten wimmelt es ja auch. Ach nee. Das ist alles nicht so gut. Puh. Wie machen wir es denn am blödsten? Sauber, sag ich. Oh Scheiß, jetzt geht's los. Schau, dass ich wegkomme. Die Kanone muss verschwinden. Gehst du irgendwo weiter? Nein!
Oh, Herrschaftszeiten. Tja, da werden wir jetzt warten müssen. Das wollte ich ja da. Den Zugang wollte ich ja eigentlich verminen. Scheiß. Scheibengleister meine ich. Ich hoffe, dass die nicht so weit suchen. Ja, eben war er noch da, das stimmt. Hey. Ach, da wimmelt's doch nur. Oh. Der Mann ist tot. Das stimmt. Selber in die Luft gesprengt. Nein! Heilandsack! Ich bin blöd. Ich bin wirklich blöd. Ich bin zu blöd, dass ich eine Granate schmeiß. Was? Die explodiert nicht? Oh nee, was habe ich denn geschmissen? Achso, ich habe gar keine mehr. Ja, was habe ich denn dann geschmissen? Oh nee. Die laufen jetzt da wieder runter. Okay, ist doch... schon mal positiv. Ja, ich bin in Deckung. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Mehr finde ich nicht. Tumm. Rumsfallera. Tja, schauen wir mal. Nein, das will man nicht. Oh.
Ja, das hauen wir mal ab. Ja, aber die laufen halt nicht so weit, ne, wie man sich das immer wünscht. Der läuft zwar da hinten die Treppe wieder hoch, aber so weit wird der nicht kommen, oder? Schauen wir mal. Ne, so weit kommt der nicht. So weit kommt ihr nicht. Ah, das hat den aber nichts ausgemacht da hinten. Aber dem hat es was ausgemacht. Oh. Ja. Au weh. Der hat sein Gebiss verloren. Also lang brauche ich hier auch nicht mehr rumstehen, weil ich sowieso von der Deckung her schon aufgeflogen bin. Und es ist dann teilweise wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Nein, 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 jedes Mal machst du dieselbe Kacke hier. Ich verstehe das nicht. Schwierig, schwierig. Ja, der läuft doch hinter der Mauer, oder? Nee, der lief nicht mehr hinter der Mauer. Tja, wo der ist, weiß ich nicht.
Jetzt geht mir aber gleich die Luft aus. Warum hüpft der immer? Das ist doch eine Knalltüte, ist das doch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die zwei da hinten, weiß nicht, was die vorhaben. Also das kann nicht sein, jedes Mal, wenn du dort stehst, habe ich vorbeigesammelt. Ach, ich bin doch ein Trollkopf. Hab ich doch nicht aufgepasst. Und du läufst genauso hart auch runter. Na, du bist ja bescheuert. Komme ich da durch? Nö. Nö. Puh. Oh oh. Das Fass verfehlt. Das Fass verfehlt. Sehr schlecht von mir. So. Was haben wir denn da noch am Rumlaufen von diesen Knalltüten da hinten? Ah. Okay. Gut, Junge, wenn du meinst, du musst da rausgucken, nicht? Ja, das Schnellboot, wo fährt denn das jetzt lang? Fährt das mal eine andere Strecke? Ne, fährt immer dieselbe Strecke. Jo, so kann's gehen. No. Kannst dich doch nicht einfach so hinstellen. Junge, das ist kacke, was du da treibst. Das macht man fein nicht. Normalerweise müsste ich den ja eigentlich treffen da. Wo läuft denn der lang? Ach, hinter der Mauer wahrscheinlich. Da kann ich lang drauf schießen. Da war einer, den hatte ich gar nicht markiert, aber gut. Das macht ja nichts, ne? Haben wir da noch was?
Ja, der läuft da. Nee. Der muss hinter der Mauer sein. Anders geht es gar nicht. Naja, der muss hinter der Mauer sein. Anders geht es nicht. Was machst denn du da? Hat sich das noch nicht rumgesprochen? Dass hier einer ist, der wild um sich schießt. Na sowas. Also gut. Ah, okay. Naja, dann werden wir... Oh, wir haben schon fast überzogen schon wieder. Ein Fragezeichen. Ja, jetzt war ich selber schuld. Leute, das weiß ich. Jetzt war ich selber schuld. Jetzt bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen mit dem Daumen. Denkt an den Like, schaut auf meinen Kanal. Wenn ihr die Glocke betätigt habt, kriegt ihr eh die Mitteilung. Wer keine Glocke betätigt hat und den Kanal noch nicht abonniert hat, dann wird es Zeit, dass er abonniert. Ne? Dankeschön. Macht Werbung für meinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat, schreibt den Link und schreibt einen Kommentar und macht den Daumen nach oben. Gell? Okay, und dann sage ich bis zur nächsten Fortsetzung. Halt, Trio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP. Okay.